Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema, wenn geliebte Menschen in deinem Umfeld gerade sehr, sehr leiden und es dir auch erzählen und du siehst, dass sie sehr leiden und du kannst ihnen nicht helfen oder du könntest ihnen emotional helfen, aber sie nehmen es nicht auf und können es auch nicht umsetzen. Und du beobachtest es einfach, wie sie gerade am Leiden sind. Da habe ich einige Frauen, die mir schreiben, dass sie sehen, wie ihre Eltern leiden, wie die Mutter leidet, wie die Schwester leidet oder wie die beste Freundin leidet und es nervt sie, weil sie geben denen Tipps, aber sie können es nicht umsetzen. Was du tun kannst, ist, ich habe das auch in meinem Leben, ne, dass gewisse Menschen in meinem Umfeld sehr stark leiden. Ich sehe, wie sie richtig stark abrutschen und ich kann einfach nichts tun. Ich habe das Wissen, aber solange diese Person nicht offen ist und es nicht aufnehmen kann, kann ich nichts tun. Wenn das Bewusstsein bereit ist, es zu empfangen, dann ist es bereit. Und dann würde es auch das, was du sagst oder was ich auch mitgebe, übernehmen können. Die Sache ist aber die, wenn es noch nicht bereit ist, wenn du nicht helfen kannst. Joey Vitale hat ein tolles Buch geschrieben, ist eigentlich auch eine Buchvorstellung jetzt gleich, zum Ho'oponopono. Ich werde euch das Buch einblenden, ich habe vergessen, wie es heißt. Und in dem gesamten Buch geht es über das Ho'oponopono. Ich hatte schon mal ein Buch gelesen, fand ich gut, aber nicht richtig verstanden. In dem Buch habe ich das Ho'oponopono richtig verstanden, weil es im gesamten Buch nur darüber geht. Was ist das? Ho'oponopono, es kommt aus Hawaii, sind vier Sätze. Bitte verzeih mir, es tut mir leid, ich liebe dich, danke. Die du immer dann sagst, wenn in dir, wenn es Probleme gibt, wenn du negativ mit Menschen verbunden bist, ne? Wenn du ein Problem hast mit einem Menschen, dass du diese vier Sätze immer wieder für dich selber im Herzen ganz leise oder auch laut immer wieder sagst, auf energetischer Ebene wird da was gereinigt. Es ist schwierig für mich, in Worte zu fassen. Lies das Buch, wenn ihr da wirklich Interesse habt. Gibt es auch, hab ich das in Deutsch oder auf Englisch? Ich habe vergessen. Aber ich beschreibe es hier nochmal ganz kurz. Es geht darum, dass derjenige, der das erfunden hat, er hat mit ihm gesprochen noch, bevor er gestorben ist, konnte er sich nochmal mit ihm unterhalten und wollte das Konzept von Ho'oponopono verstehen, weil er es nicht verstanden hat. Soll ich einfach nur vier Sätze sagen und die sollen mein Problem lösen oder was? Natürlich sind da noch mehr andere Sachen, die man tun darf, aber das hilft schon ungemein, wenn du nichts anderes tun kannst. Und dieser, ich habe vergessen, wie er heißt, der das erfunden hat, hat in einem Gefängnis gearbeitet, beschreibt er in diesem Buch, der mit Schwerstverbrechern zu tun hatte. Und zwar ein Gefängnis, wo wirklich die Schwerstverbrecher wie der allerletzte Dreck behandelt wurden. Ne? Die haben dann, keine Ahnung, ich will es gar nicht aufzählen, meine Kinder sehen hier, was diese Verbrecher alles gemacht haben. Und weil man mit ihnen nichts mehr anzufangen wusste und es schon aufgegeben hat mit diesem Gefängnis, wurde dieser Mann gerufen, der das Ho'oponopono macht. Was er gemacht hat, der ist nicht zu den Gefängnisinsassen hingegangen. Er hat sich einfach nur die Liste genommen, wo die Namen stehen. Die sind ja meistens mit Nummern versehen, aber da stehen auch die Namen auf der Liste. Und hat dann das Ho'oponopono gemacht. Er hat einfach den Namen vorgelesen, also gelesen, hat sich mit ihm dann gedanklich verbunden und hat immer wieder: Bitte verzeih mir, es tut mir leid, ich liebe dich, danke. Bitte verzeih mir, es tut mir leid, ich liebe dich, danke. Das ganze Konzept wird richtig gut erklärt, was diese Worte zu bedeuten haben, was für eine Energie sie haben und was für Auswirkungen sie dann haben. Was schlussendlich wurde wohl das Gefängnis geschlossen. Ich glaube, zwei, dreien hat es nichts gebracht. Die waren immer noch einfach, ja, hat nicht viel gebracht bei denen, aber ansonsten konnte man das Gefängnis schließen und diese zwei, drei dann in ein anderes Gefängnis weiterbringen. Es geht darum, den anderen zu erkennen, weil der andere bin immer ein Teil ich. Ich hatte das letztens in einer, auf Telegram habe ich jetzt eine WhatsApp-Gruppe, eine Gruppe, wo ich regelmäßig Aufnahmen mache zu Themen, ja, wie ich sie hier mit euch teile. Kannst mir auch gerne folgen, ich werde es unten verlinken. Und da hatte ich darüber gesprochen, dass wir alle eins sind, dass ich das auch oft sage, dass ich das früher einfach nur gehört habe und es nicht wirklich nachvollziehen konnte, aber ich habe das gefühlt in Meditation. Ich habe das wirklich gefühlt. Das ist eine Erfahrung, die ich nicht einfach nur so mit euch teile und zu so sagen, wir sind alle eins und dabei, naja, weil es irgendwo stand oder weil es irgendein Wissenschaftler gesagt hat. Wissenschaftler sagen das, ja, ich habe das wirklich gefühlt. Ich habe das wirklich in einer Meditation mal gefühlt. Ich war dann so tief in der Meditation, es waren 4 Uhr morgens, ich habe 2 Stunden lang meditiert, von 4 bis 6. Und irgendwann habe ich dann mich nicht mehr, also es gab wahrscheinlich kein Ego mehr, der ist dann wahrscheinlich kurz weg gewesen. Ich weiß auch nicht, wie lange diese Erfahrung gedauert hat. Also ich habe die mehrmals erlebt, seitdem leider nicht mehr, weil ich auch gierig bin, es nochmal erleben möchte. Habe ich einfach nur gefühlt, dass alles ein, also ich war nicht ich. Ich war verbunden mit der Couch, auf der ich saß, mit dem Baum draußen, mit dem Himmel, mit der Wand hinter mir. Und ich habe ganz viel Liebe gespürt. Noch nie in meinem Leben. Also es ist eine Liebe, die ich nicht in Worte fassen kann. Eine Liebe, die ich nicht so kenne und die ich auch jetzt gerade nicht so kenne, die ich nur da erlebt habe. Und ich habe richtig, ich war wirklich, ich war aufgelöst. Ich war eins mit allem, was ist. Da gab es keine Trennung. Deswegen, wir sind alle eins. Das kann ich wirklich sagen, weil ich es erfahren habe in diesen Meditationen.
Wenn zum Beispiel jetzt deine Mutter gerade leidet, deine Schwester oder wer auch immer, und du kriegst das mit, und es ist in deinem Feld, hat das auch was mit dir zu tun. Da ist ein Teil von dir, der auch leidet. Und ist auch mit ihm, er wurde jetzt zum Gefängnis gerufen und er hat dann erklärt, wenn ich da hingerufen wurde und ich bin jetzt mit diesen Mördern auf der Liste in Kontakt, also nur über die Liste da, wo er da saß im Büro, hat es trotzdem was mit mir zu tun. Und da gehe ich in die Reinigung, weil ich, also sie nicht zu verurteilen, diese Mörder, weil man verurteilt natürlich Mörder, das zu reinigen. Bitte verzeih mir, es tut mir leid, ich liebe dich, danke, ne, dass ich dich nicht so sehe, wie du wirklich bist, dass du eigentlich ein reines Wesen bist und dass du hier nur deine Erfahrung machst und so weiter und so fort. Und ich habe das Buch schon länger gelesen und habe euch auch schon mal erzählt in einem der alten Videos, aber es sind ja viele neue Zuschauer dazu gekommen, dass ich, wenn ich das anwende, wirklich Erfahrung mache, dass Menschen sich verändern. Dass diese Schwere in unserer Beziehung, zum Beispiel zu einer Lehrerin einmal, da war keine Beziehung, aber lange Geschichte auf den Punkt gebracht, das war eine Lehrerin, die null beliebt war, die ist mittlerweile auch nicht mehr auf der Schule, schon lange nicht mehr, weil sich so viele Eltern beschwert haben, sehr, sehr streng. Also ich wollte noch sagen, woher sie kommt. Das ist scheißegal. Es ging darum, dass sie die Kinder nicht wirklich gut behandelt hat, mit Schreien und mit unfreundlich sein. Und nachdem mein Sohn dann einmal, zweite Klasse, der Große, weinend heimkam, da hat es mir gereicht. Also als ich mitbekommen habe, auch er, obwohl er ein ruhiges Kind ist, dachte ich, jetzt reicht's, ich nehme sie auseinander. Kam eine asoziale Frankfurter Ader aus mir heraus. So, natürlich habe ich auch meine asoziale Seite und meine wütende Seite und als Mutter sowieso dieses Löwen-Mama-Herz oder keine Ahnung, wie man das nennt. Aber mir ist natürlich auch meine andere Seite bewusst geworden, auf spirituelle Seite. Ich sage mal, wenn du sie auseinander nimmst, sein Kind geht jeden Tag in die Schule, nicht du. Nimm sie auseinander und dann schickst du dein Kind morgen wieder in die Schule. Geh doch anders vor. Du weißt auch, wie es geht. Also das Ho'oponopono angewendet. Ich habe mir vorgestellt, auf spiritueller Ebene ist unser Treffen bereits vorgeplant gewesen. Irgendetwas sollte ich jetzt durch dieses, ja egal, Treffen, Lernen, keine Ahnung, erfahren. Ich habe dann ein paar Tage, ich habe ihr die angeschrieben, per E-Mail, dass ich mit ihr sprechen möchte. Und habe dann das Ho'oponopono die ganze Zeit gemacht. Sobald sie in mein Bewusstsein kam, sobald die Wut auf sie kam, Ho'oponopono gemacht. Sobald ich meinen Sohn gesehen habe, da hat sie ja dann wieder vergessen und gespielt, mich erinnert an die Lehrerin, Ho'oponopono gemacht. Als das Gespräch dann war, bin ich zu dem Gespräch mit der Absicht hingegangen, etwas Schönes in ihr zu erkennen. Das war meine Absicht. Normalerweise wäre ich unbewusst, wäre meine Absicht, sie einfach nur fertig zu machen und sie zu zerstören. Emotional fertig zu machen. Und wir können das ja, wir Menschen. Gerade, wie gesagt, wir Frauen untereinander, wir können das sehr, sehr gut. Ich bin zu dem Gespräch gegangen und als ich da ankam, dachte ich mir, scheiße, was soll ich denn jetzt sagen? Ich will ihr nicht sagen, sie haben das und das zu meinem Sohn gesagt und deswegen hat er geweint. Was soll das? Ja, wie soll ich denn das jetzt sagen? Ich bin zum Gespräch gegangen und das Gespräch ist sehr harmonisch verlaufen. Nur sie hat geredet, ich nicht. Die hat mich gar nicht gefragt, warum ich da bin. Sie hat geredet. Über ihren Musikunterricht, über ihre alles, was sie da im Unterricht macht und dass die Kinder nicht zuhören und dass die Kinder nicht verstehen und dass mein Sohn wohl einmal die Hausaufgaben nicht hatte, wo ich mir dachte, der macht immer die Hausaufgaben, weil ich immer mit dabei sitze. Ne, der war ja noch zweite Klasse. Ich habe das immer alles nicht kontrolliert, er wollte ja auch, dass ich dabei sitze. Ich war immer dabei. Dachte ich mir, gut, wahrscheinlich vertauscht sie ihn mit jemandem, aber ist egal. Einfach nur zugehört und sie angeschaut und wirklich das Schöne in ihr, also jetzt wirklich nicht toxisch so tun, als ob, sondern wirklich das Schöne in ihr gesehen. Ich fand ihre Augen wunderschön, ich fand ihre Wimpern wunderschön und habe einfach nur das kleine, verletzte Kind in ihr gesehen. Sie kommt aus Russland, das sage ich dann doch. Und ich stark davon aus, dass sie sehr streng erzogen worden sein muss. Also sie saß auch sehr stramm da und sah auch sehr streng aus. Und ich dachte mir, wer weiß, was du durchgemacht hast, weil als Baby warst du nicht so voller Liebe. Und jetzt, naja. Und zum Schluss war es so, ich bin dann gegangen und sie hat mir dann noch angeboten, dass sie nochmal extra Unterricht für meinen Sohn macht, dass sie ihm nochmal die Sachen erklärt, die er nicht verstanden hat, weil dies einfach in der ganzen Klasse nicht verstanden wurde, aber keiner hört ja zu. Obwohl es eigentlich eine liebe Klasse war, aber egal. Schlussendlich hatte mein Sohn immer bei ihr eine Eins. Bis zum Schluss, bis sie gegangen ist. Wo dann die Leute in der Schule dachten, das kann ja wohl nicht sein. Ich hatte ja noch einen Bruder an der Schule, der nicht mehr da ist. Die dachten, dass mein Bruder da irgendwie seine Finger mit im Spiel hat. Aber nee, ich wollte schon, kannst du ja nicht sagen, ich mache Ho'oponopono, deswegen läuft es so gut. Also ich kann dir den Tipp geben, mach Ho'oponopono und dann glaub mir, dann wird sie nett sein zu deinem Kind.
Also, wenn wir das Ho'oponopono machen aus einer guten Absicht heraus, nicht aus der Absicht heraus, jemanden zu manipulieren, also wirklich aus der Liebe heraus das zu machen. Und jetzt in dem Fall, wenn du jemanden in deiner Familie hast, der sehr, sehr leidet und du kannst ihm nicht helfen, Ho'oponopono erkennen, dass die Person in deinem Leben ist und dass sie zu dir gekommen ist oder dass du es gerade mitbekommst, weil auch in dir ein Teil ist, der geheilt werden darf, auch wenn wir den nicht in dem Moment nicht erkennen. Bitte verzeih mir, es tut mir leid, ich liebe dich, danke. Bitte verzeih mir, es tut mir leid, ich liebe dich, danke. Bitte verzeih mir, ich liebe dich, es tut mir leid. Also, blablabla. Was ich manchmal auch nur einfach nur sage, ich liebe dich, danke, ich liebe dich, danke, ich liebe dich, danke, ich liebe dich, danke. Und damit glaubt mir dieses Ich liebe dich und das Danke so eine hohe Energie, dass es etwas in deinem Körper verändert. Deine Schwingung im Körper, deine Zellen, das wird verändert auf eine höhere Schwingung. Und was ich noch gerne mache, ist dann zu sagen, lieber Gott, öffne meine Augen für das, was ich nicht sehe. Also öffne erstmal die Augen dieser Person, ja? Öffne die Augen meiner Freundin, auf das sie sieht, weil sie erkennt gerade nicht. Ich meine, meistens als Zuschauer von draußen weiß man, was diese Person tun könnte, aber die Person kann es nicht machen. Gott, öffne ihre Augen, auf das sie erkennt. Und öffne auch meine Augen, auf das ich erkenne. Weil wenn jemand zu mir kommt, der eine Sache gerade nicht erkennt, ist es ein Spiegel für mich, dass ich irgendwo in meinem Leben auch gerade blind bin und das nicht sehe. Und öffne meine Augen, auf das ich erkenne. Gott segne diese Person. Ich liebe dich, danke, ich liebe dich, danke. Damit sind wir mit der Person viel höher schwingend verbunden, als wenn wir uns nur Sorgen machen. Das zieht die Person mit runter. Ist ja auch, wenn Menschen krank sind oder am Sterben liegen oder sonst was. Nicht voller Sorge sein, nicht voller Kummer sein, nicht voller negativer, schwerer Energie sein. Das zieht die Person nur noch mit runter. Und das ist etwas, woran ich mich immer wieder selber daran erinnern kann, weil ich es vor kurzem auch hatte, dass jemand zu mir in mein Leben kam und diese Person leidet, leidet sehr. Und ich habe dieser Person versucht, das heißt versucht zu helfen, ich habe alles gegeben. Aber die Person kann es nicht aufnehmen. Die Person ist einfach so im Opfersein, es kann nichts davon aufnehmen. Und dann habe ich mich 2 Tage später daran erinnert, Ho'oponopono. Mach das Ho'oponopono, segne die Person, schick ihr Licht, schick ihr Liebe. Und dann wird sich mit der Zeit etwas verändern, dass diese Person plötzlich wach wird und anfängt, diese Dinge aufnehmen zu können, beziehungsweise Dinge in ihrem Leben verändern zu können, um in die Heilung zu kommen. Wenn du mit mir gerne zusammenarbeiten möchtest, unten ist ein Link, melde dich sehr, sehr gerne und wir telefonieren kurz und schauen, ob es passt. Wenn du weitere Videowünsche hast, schreib sie mir auch gerne unten rein. Ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und bis bald zum nächsten Video.